Hallo, ihr Lieben, ganz herzlich willkommen beim aktuellen Wochenenergieorakel und das ist vom 5.2. bis 11.2. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Bei uns ist leider das Wetter ganz furchtbar schlimm und wir haben wieder Schneeeinbrüche, Schneeregen, Hagel. Ja, also nicht gerade sehr frühlingshaft. Und ja, von daher war so die Inspiration für dieses Wochenorakel mal ein bisschen frische, schon Sommerenergie hier hineinzubringen. Und habe hier mal wieder die Lebensblume gewählt und ja, auch mal wieder die platonischen Körper, die Kristallkörper und wo du wählen kannst. Und ja, ein bisschen so lemurische, atlantische Energie hier mit meiner Lemurienkugel, die initiiert ist mit der lemurischen Energie und den Delfinen. Und ja, die es übrigens auch bei mir zu erwerben gibt. Und dazu gewählt die Mandala, eine Mandala-Karte, eine Lemuria-Mandala-Karte für uns alle. Also eine Energie, die uns in dieser Woche begleitet. Das sind die Mandala-Karten. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es die gibt, von, ich glaube auch, Betschwa und Neuner, bin mal, vom Werner Neuner, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ja, die Lemuria Mandala heißen sie auf jeden Fall. Und dann gibt es hier zu den einzelnen Kristallkörpern, wir haben hier einmal den Erdenstein, den Hexaeder, für Stabilität und Erdelement eine Botschaft, drei Botschaften und hier den Dodekaeder für den Spirit, für das Ätherelement. Und es hat sich das Feuer gezeigt, das Dreieck, der Tetraeder hier. Und ja, es gibt diesmal drei Kartenbotschaften für diese Woche für dich. Und da habe ich auch ein ganz wunderschönes Deck, die Manaloa Lichtkarten hier. Die gibt es nur speziell hier bei Karin Gröber über diesen Huna Verlag auch. Ganz wunderschöne Karten. Dann gibt es eine kleine Engelbotschaft. Das sind die Engel für jeden Tag. Die sind auch ganz, ganz süß, entzückend. Und eben unterstützen passt da natürlich perfekt die Delfinenergie und habe hier noch von der Jeanne Ruhland und der Mareike Schulz die Delfinbotschaftkarten gewählt. Und wir schwingen auch dann deine Botschaft, deine Glücksenergie wieder ein. Dieses Mal, jedes Mal pro Stapel. Es gibt dann auch, ich schau mal, ob du dann eine Affirmation dazu bekommst. Einfach, dass wir ein bisschen Schwung reinkriegen. Denn wir gehen ja jetzt in die Woche. Am 11. ist ja, also die Woche haben wir sowieso zwei Portaltage, 7. und 8. Am 7. findet übrigens bei mir noch der Geistführer-Workshop statt. Per Zoom. Wer da, da ist noch ein Platz frei. Gerne, wer da sich noch mit anmelden möchte, du kannst das dann auch aufzeichnen, den Workshop über Zoom. Also da wirst du eingeladen, du brauchst gar nichts tun, du brauchst, wie gesagt, nur einen Laptop oder Tablet, wo du eine Webcam hast und ja, deine Lautsprecher oder ein Headset anschließen und dann kannst du schon mit dabei sein. Ja, dann gibt es zum 11., da wir ja eben, der 11. ist auch ein Portaltor, aber nicht vom Maya-Kalender, sondern es öffnet sich hier das Tor, das ist ja dann der nächste Sonntag, zu der Woche mit dem 14. und 15. Da haben wir ja auch Valentinstag, also ganz stark die Liebesenergie, da zeigt sich jetzt schon ganz stark diese Venusenergie. Und dann zum 15. in diesen Neumond hinein. Das wird auch nochmal ein ganz wichtiges Datum. Auch das spüren wir in dieser Woche jetzt dann schon. Der Neumond mit der partiellen Sonnenfinsternis. Und dieser Neumond gehört ja sozusagen mit diesem letzten Vollmond zusammen. Das gibt ja so eine. Ein Trigon dann, was mit dem Sommer, mit den Sommerfinsternissen.
in Verbindung steht. Und das wird auch nochmal ganz relevant sein für Thema Freiheit, Liebe, Partnerschaften. Auch hier natürlich wieder Rituale. Also auch da schau einfach, ich habe diese Termine bei mir auf der Webseite. Und deswegen die Woche ist so ein bisschen, ja, so eine, wieder so eine Vorlaufwoche für so ganz hochschwingende Daten. Zum 11. gibt es ja dann auch ein Spezialritual mit dem Magdalena-Codes und Erzengel Chamuel. Und ja, deswegen die Woche jetzt hier einfach mal ein bisschen frische Lemurien-Energie, die auch hier schon unser Herz öffnet. Und jetzt schauen wir mal auch schon gleich rein, was denn hier die Energie ist, welche Lemurienkarte hier kam für uns alle, und das zeigt schon mal eine Energieschwingung an. Wir haben hier 6 Ringe, die hier vertikal, horizontal ineinander hineinfließen. Das heißt, es kommt jetzt in dieser Woche sehr viel in Bewegung. Wir haben auch hier, das könnte man jetzt auch für Dimensionsebenen, ja, also auch hier wäre dann schon zu 6 Dimensionen verbunden. Auch natürlich das Hellviolett und Weiß und dunkleres Violett, also viel auch nochmal für Wandlung, Reinigung. Und es ist auch das Mandala, ja, der Bewegung, Sulet, Energieschwingung mit der Zahl 30. Alles ist von Energie durchdrungen, alles schwingt, nichts existiert, wo ich nicht bin. Ich bin das pure Leben. Ich bin das pure Leben. Das ist auch das Symbol von Sulet. Und das heißt, dass eben wir in dieser Woche unsere Energie anheben können und auch aufgerufen sind, unsere Energie auszurichten jetzt auch auf diese hohe Herzfrequenzen, die jetzt reinkommen oder sich viel mehr öffnen dürfen durch auch das Venusjahr und jetzt mit diesem Portal und Neumond, das schon die Vorbereitung ist und eben durch das Violett hier nochmal ganz viel Reinigung auch stattfindet und die Dinge überhaupt in Bewegung kommen dürfen. Also egal auf welcher Ebene, nicht nur auf der Herzebene in Beziehungen, sondern ganz klar auf allen Ebenen darf jetzt ja Bewegung reinkommen. Denn die Botschaft hier ist auch, heißt auch noch hier von Sulet, dass wir dadurch auf diese höheren Seinsebenen einerseits uns einschwingen, dieses jetzt ganz, auch dieses ganze Potenzial nutzen können dadurch. Und eben, es erhöht das Energiepotenzial aller Dinge. Das heißt, es kommt jetzt alles in eine Bewegung. Ja? Und dadurch können wir uns einstellen, wie gesagt, auf das, was jetzt hier hereinkommt, aber auch in dir selbst. Ist es wichtig, wie gesagt, dich auszurichten, klären, dein Schwingungsfeld zu reinigen in dieser Woche, ja? Und durch Affirmationen, eben auch durch solche Mandalas, die man aufstellt oder auch Energiebilder aufhängt im Raum, die Schwingung erhöht. Ja, ganz wichtig, denn ja, wir dürfen Wunderbares erwarten. Und dann lassen wir jetzt mal Sulet einschwingen. Wir nehmen diese Energie auch in jeden persönlichen Stapel mit hinein. Und ich schwinge das auch für dich ein. Ja? Die Affirmation hier wäre auch schon, ich bin Ausdruck der reinen göttlichen Energie. Ich bin Ausdruck der reinen göttlichen Energie. Wow, du kannst es auch richtig aufnehmen, einatmen, allein schon durch das Anschauen auch der Symbolsprache und des Mandalas passiert auch schon ganz viel, ja, über die Augen, ja, nehmen wir das auch alles auf, die Energieschwingung. Und jetzt schauen wir mal rein, wenn du dich hier für das Erdelement entschieden hast, haben wir ja eben Richtung Norden auch die Ahnen, Stabilität, innere Mitte, ja, Ausrichtung, Standfestigkeit,
Schauen wir mal rein, auch die vier Elemente natürlich beinhaltet der Würfel. Schauen wir mal rein, welche Botschaften dich hier begleiten. Ja, und hier kommt auch schon das Thema Botschaft. Für dich ist in dieser Woche ganz wichtig, lass dein inneres Licht leuchten und höre auf dein Herz. Du wirst in Liebe geführt. Das heißt für dich, und schau mal, du hast den Würfel gewählt, den Hexaeder. Hier ist auch Magen, Milz, Pankreas, Meridian verbunden. Guck mal, Buddha, und er hält auch die Hand in so einem, jetzt fällt mir das Wort dazu nicht ein, wie man das nennt, diese Positionen, ein Handmudra, ein Fingermudra, was er macht. Und man weiß ja auch, dass dadurch dann die Energieströme gekoppelt werden und ausgerichtet und der ganze Körper balanciert. Das heißt, finde in dieser Woche deine Mitte, kehr ganz zu dir ein, denn du wirst eine wichtige Botschaft erhalten und die kommt direkt aus deinem Herzen. Und du hast eine ganz starke Führung, natürlich jederzeit, aber in dieser Woche ganz besonders, denn anscheinend geht es bei dir, sagen die Delfine auch, um eine ganz klare Entscheidung, eine selbstbewusste Entscheidung. Wenn ein Delfin nicht will, dann will er nicht. Höre auf dein Herz, schau mal, doppelte Botschaft, höre auf dein Herz. Höre auf dein Herz, geh nach innen, verbinde dich. Die Antwort für die Entscheidung liegt hier in dir. Höre auf dein Herz, denke an eine Situation, die dein Herz ganz weit öffnet. Fühle in dich hinein und gib deinem Selbst Ausdruck. Triff eine selbstbewusste Entscheidung, indem du dich fragst, was will ich in dieser Situation wirklich? Du bist geliebt, wie auch immer du wählst. Sei frei, sei brillant. Du wirst geliebt, du wirst in Liebe geführt. Doppelte Botschaft, ja, hammermäßig, aber du brauchst die innere Zentrierung. Du brauchst die Verbindung zur Mutter Erde. Also such vielleicht einen schönen Platz aus, wo du diese Woche einfach mal hingehst, dich verankerst, ganz klar in deine Ich-Bin-Präsenz gehst und du wirst deine Herzensbotschaft hören, wissen und dann heißt es, ich treffe nun meine klare Entscheidung. Ich bin göttlich geführt. Ich bin im göttlichen Licht. Ich treffe eine klare, selbstbewusste Entscheidung, ist dein Mantra, ist deine Affirmation. Ich höre auf mein Herz. Aber wie gesagt, lass dich nicht verunsichern. Geh in die Mitte, geh hier in die Verbindung und lass dein Licht leuchten. Und du wirst alles, ja, du wirst es hier wissen. Und, der Hammer, kommt nicht noch der Engel des Selbstvertrauens? Also schau mal, du kriegst also wirklich dreifach hier die Botschaft rein, dass du hier ganz vertrauen kannst und auch eben dein Selbstvertrauen aktivieren darfst. Und das tun wir jetzt auch. Und das ist ja auch das Erdelement. Erde ist Verwurzelung, ist Selbstvertrauen. Wenn wir genügend Erde in uns haben, also Erdelement, fühlen wir uns stabil, selbstsicher, ja, stark, authentisch, dann kann nichts und niemand uns umwerfen. So ein Würfel ist stabil, ja, der fällt nicht so schnell um und das brauchst du auch, ja, um dann ganz klar hier deine Herzentscheidung zu treffen. So, jetzt lese ich noch die Botschaft hier vor. Du bist ein wertvoller, besonderer Mensch. Dein Engel hilft dir, das jeden Tag aufs Neue zu spüren. Lerne, dich selbst zu schätzen und mache dir bewusst, welche einzigartigen Fähigkeiten du besitzt. Dein Engel hat Vertrauen in dich, so habe du es auch. Und das schwingen wir jetzt ein. Zentriere dich. Vielleicht magst du auch diese Woche mal mit so Fingermudras arbeiten.
Gibt es ja auch ganz viele. Und ich nehme heute mal hier mein Tensor. Ist auch mal eine Abwechslung. Und dann schwingen wir ein. Ich bin ganz in meiner Mitte. Ich höre auf mein Herz. Ich bin göttliches Licht. Ich bin ganz im Vertrauen. Ich bin göttliches Vertrauen. Ich treffe eine klare, selbstbewusste Herzentscheidung. Atme und lass alle Zweifel los. Einschwingen, Mut, Selbstvertrauen, klare Entscheidung. Ich höre auf mein Herz. Ich bin göttliches Licht. Ich bin vollkommen geborgen und geführt. Ich treffe eine klare, selbstbewusste Entscheidung. Ich vertraue mir. Ich vertraue in Gott und die Engel. Ich bin stark und klar in mir. Jetzt atme einmal tief durch. Guck mal, der Tensor dreht sich so schnell. Das heißt, wir haben hier eine enorme Energie. Man sieht ihn kaum, aber er dreht sich. Ich halte ihn gerade mal ein bisschen mehr in die Kamera. Schau, also der wirbelt hier wie irre. Also so schnell habe ich den noch nie wirbeln sehen. Also das heißt, hier kommt ganz viel. Ja, wir haben ja auch Sulet in Bewegung in dir, damit du jetzt hier in dein Vertrauen, in deine Kraft, in deine Mitte. Ich bin ganz in meiner Mitte. Hineingehst. So, du Liebe. Wunderbar. Und dann verankern wir das. Wow. Wunderbar. Und nutzt auch ruhig die Zahlenschwingung 30. Ja, das ist ja auch göttliche Kommunikation. 3 ist ja auch eben wieder eine Christusenergie. Mit der 0 dahinter haben wir noch das Weibliche, die Unendlichkeit. Wow. Jetzt spür mal rein. Vielleicht spürst du auch schon, dass da jetzt sich was verändert, denn wir bewegen Energie. Denk dran, mit allen Affirmationen, mit Handbewegungen, Pendel, Tensoren, ja, das ist so ein ganz einfacher Tensor, oder Kristallen, bewegen wir Energie. Ja, und dann verändern wir auch wieder unser Energiefeld und unsere Ausrichtung oder können etwas bestärken, bekräftigen, ja, wo es hingeht. Wow, wunderbar. Und wir haben doppelte Lebensblume. Hier sind Lebensblume drauf und hier. Es ist einfach mein Lieblingssymbol, die Lebensblume. Sie symbolisiert für mich alles. Die Ganzheit, die Schöpfung, alle Zellen, ja, alles, woraus alles gemacht ist, ist dieser Lichtcode, die Blume des Lebens, ist die Urzelle, die Urinformation, auch aus der heiligen Geometrie, auch mit dem Fibonacci-Code, aus dem wirklich tatsächlich alles, aller Grundbaustein des Lebens erschaffen wurde. Also man kann dieses Muster, diese Geometrie, die auch in bestimmten heiligen Abständen, also Zahlenabständen, wie das sich konfiguriert, zueinander steht, wirklich in allen Bausteinen, Molekülen feststellen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und sie enthält im Prinzip ja auch alle anderen Formen. So, wenn du den Dodekaeder gewählt hast, dann geht es für dich ja um den Spirit in dieser Woche, ja? Auch um die Herzenergie und um die höhere Herzenergie. 5., 6., 7. Dimension. Ich sage immer, wir sind ja schon eigentlich in der höheren, also schon weitaus über der 5. Viele Menschen, viele Seelen. Und im Übrigen, wer ist hier auch Leber-Galle-Meridian verbunden, interessanterweise? Und der steht ja wiederum für Entgiftung, alles Toxischen. Direkt der Leber-Galle-Meridian spielt mit dem Herz-Meridian zusammen. Ja, also deswegen sagt man auch, wenn man zu viel Leberfeuer hat, dann wird auch wieder der Blutdruck und das Herzfunktion beeinträchtigt oder in Mitleidenschaft gezogen. Also
energetisch und rein von der TCM-Lehre. Natürlich hier Kronenchakra, Stirnchakra, aber der Dodeka und natürlich übers Herzchakra. Man sagt auch die fünfte Herzkammer, also Metatron, die höhere Herzschwingung, Einheitsbewusstsein, ja, aber vor allem Spiritualität, ja, ist hier. Aber für mich ist es auch sehr viel Weibliches, wobei ja, eigentlich ist der Dodeka-Eder beinhaltet alles, also männlich und weiblich. Jetzt schau mal an und jetzt kommt für dich die Berufskarte, die Berufsbotschaft. Beruflich geht eine neue Tür für dich auf. Wow! Das heißt, vielleicht bist du gerade dabei, in die Selbstständigkeit zu gehen, was Spirituelles zu machen, oder du bist schon dabei und jetzt kommt was Neues noch, oder du bewegst dich noch in einen anderen Bereich, es kommt noch was dazu oder vielleicht auch sogar eine Ortsveränderung dadurch, ja. Also das ist ja super, super spannend und schau mal, du liegst direkt ja auch unter Sulet, also für dich aktivieren wir ganz besonders jetzt diese Energie, dass das auch richtig schön zur Erfüllung kommt und du die Türen ja auch wahrnimmst, bitte, die sich da öffnen. Und wir schauen auch, ja, und das Traumbewusstsein, Ike, ja, alles ist ein Traum, das heißt, ja, wahres Traumbewusstsein. Man weiß ja auch von vielen Naturvölkern, Ureinwohnern, sie träumen ja auch immer alles, was sie dann erleben. Und viele Schamanen, es gibt ja auch die Traumschamanen, können ja in den Träumen reisen und für dich zum Beispiel einen Traum träumen. Ja, das waren wirklich ganz hoch angesehene oder sind hoch angesehene Schamanen, denn dazu ist es ein ganz spezielles Talent und das hat nicht jeder mitbekommen. Das heißt wirklich, wir können wie in so auch in so luzide Träume gehen, also wo wir dann auch die Traumebene beeinflussen können und wirklich das sozusagen vorinstallieren, was wir dann anziehen möchten, ja, negatives Umschreiben oder altes, belastendes und eben die Wege im Traum öffnen, genau, damit sie dann sich manifestieren können. Zum Beispiel auch alles, so, genau, so wie diese hawaiianischen und auch die Aborigines, ne, kennt man ja auch den Traumpfad, auch die Regenbogenschlange hier, ne, also alles wird hier erstmal geträumt und dann, dass es dann umgesetzt wird, dass dann schon praktisch auf der ätherischen Ebene im Äther die Möglichkeiten, die Räume dafür geschaffen werden, die Zugänge, alles ist Energie, alles schwingt, wir verändern eine Energie, wir öffnen eine Tür, auch energetisch und dann kann es auch kommen in unser Leben und du hast irgendwie hier auch die Gabe, vielleicht träumst du auch oft schon Dinge im Voraus, ja, vielleicht hast du sogar auch so einen Zugang zu Traumebenen, denn es ist für dich ganz wichtig, dass du hier jetzt wirklich auf die Träume achtest, die nämlich hier direkt in Bezug zum Thema deiner Berufsmöglichkeiten jetzt stehen. Das kann natürlich auch alle anderen Ebenen sein, auch wenn du natürlich jetzt einen weltlichen Beruf ausübst oder hier einen Berufswechsel, Neubeginn hier auf dich zukommt oder du starten möchtest, nicht nur spirituell. Das heißt hier, also träume auch das Bestmöglichste. Bitte auch darum, dass du jetzt hier Träume dazu bekommst, aber auch bewusst diese Träume zu lenken. Ja? Ein Teil von uns ist ewig wach und bewusst, ein anderer Teil träumt. Alles ist ein Traum, fließend, veränderlich, beweglich. Ändere deine unguten Lebensträume, Glück einwärts. Achte auf deine Träume und Visionen. Was ist ein echter Glückstraum von dir? Der Schöpfer in dir ist wach und bewusst. Ja, das ist der Teil, Ike, wo eben dieses Glück oder diesen guten Traum hier jetzt in dein Leben, in deine Manifestation ruft, aber das bist du natürlich, also das ist ja ein Teil von dir. Ja, also das werde hier auch ganz klar zum Schöpfer. Und jetzt schauen wir noch, und hier kommt der Engel der Freundschaft. Und schau mal, hier ist sogar noch die Hand der Fatima abgebildet und ganz viele bunte Orbs, also ganz viel Unterstützung auch aus der geistigen Welt und die Hand der Fatima, was ja auch nochmal für Schutz und
ja, Glaube, Vertrauen, das Auge, ne, hindeutet. Und es geht auch, also gute Freunde, also Menschen werden dich hierbei unterstützen. Ein guter, verlässlicher Freund an deiner Seite ist ein kostbares Geschenk, mit dem man sorgsam und liebevoll umgehen sollte. Durch aufrichtiges Interesse, muss ich mal näher schauen, durch aufrichtiges Interesse, respektvollen Umgang und Zeit, die man miteinander verbringt, können Freundschaften beständig gepflegt werden. Die Liebe und Zuneigung, die du dabei verschenkst, wird dir zurückgegeben und bereichert dein Leben und das deiner Freunde. Die Botschaft deines Engels, Freundschaften im Leben zu pflegen, bedeutet, in Liebe zu leben. Wow, das heißt, also du wirst sogar noch ganz wunderbar unterstützt hier auf deinem Weg oder auch hier für diese Türen, die sich auftun, durch wirklich Freundschaften. Vielleicht ja, erhältst du auch über Beziehungen oder jemand erwähnt etwas, spricht etwas und macht dich auf etwas aufmerksam, wo für dich dann wieder etwas ja, in dir sich öffnet oder ja, irgendwas hier in Bewegung kommt, ja, durch das Thema Freundschaften. Also pflege auch deine Freundschaften, denn das ist die Liebe zu leben. So, und jetzt schwingen wir für dich ein. Stell deine Füße nebeneinander auf den Boden. Ich bin vollkommenes Bewusstsein, Aktivierung aller Energien, aller positiven Schwingungen der höchsten Dimensionen und Ebenen für deine neuen Möglichkeiten, für deine Berufsebene, Berufungsebene. Und für die Liebe, gute Freundschaften. Ich bin göttliches Bewusstsein. Ich schwinge mich ein in glückliche Begebenheiten. Ich ziehe nun glückliche Begebenheiten und Momente in mein Leben, die mir Türen zu meinem Beruf und meiner Berufung öffnen jetzt. Ich bin göttliches Bewusstsein. Ich schwinge mich ein auf das Höchste für meinen Lebensplan, in Liebe, in Verbundenheit. Ich öffne mich für neue Möglichkeiten. Ich bin göttliches Bewusstsein. Ich ziehe göttliche Glücksmomente jetzt in mein Leben. Ich pflege gute Freundschaften, Gleichgesinnte. Ich lebe mein Leben in Liebe und Verbundenheit. Göttliches Bewusstsein, ich bin offen für neue Möglichkeiten. Ich folge meiner Berufung, meiner Liebe, meinem Traumbewusstsein. Ich erschaffe mir mein Feld der Träume jetzt. Hui, und da dreht sich's genauso schnell. Aktivieren Glück, Äther, fünfte, sechste, siebte Dimension, Herzkammer. Und visualisiere ruhig den Dodekaeder in deinem Herzen, Herzchakra und im dritten Auge. Ich bin offen für neue Möglichkeiten. Ich ziehe das Glück jetzt in mein Leben. Ich schwinge mich ein in göttliches Bewusstsein von Liebe, Freude, Glück und Erfüllung. Wow. Jawohl. Dann verankern wir das auch für dich. Hui.
Da wird jetzt aber ganz schön was in Bewegung kommen. Also, vielleicht spürst du es schon. Vielleicht spürst du jetzt schon so ein Kribbeln oder Wärme. Ja, wunderbar. So, schauen wir noch zur letzten Botschaft, wenn du das Dreieck gewählt hast hier, den Tetraeder. Da ist ja das Feuerelement, auch das Göttliche, aber auch der, ja, mehr das Männliche, ne? Wieder Erde und Dodekaeder ist schon so ein bisschen mehr weibliche Energie, während hier der Tetraeder wirklich auch für das Männliche steht, das männlich-göttliche. Hier ist auch übrigens Herz und Dünndarm-Meridian, also hier geht es genau um die Aktivität, göttlicher Wille auch zum Ausdruck zu bringen, aktiv zu sein, in die Handlungsebene. Schauen wir mal, was denn deine Botschaft hier ist. Ja, und hier kommen auch die Glücksmomente. Schau mal hin. Wow, und ja, mal ganz viel, guck mal. Fast wie Regenbogenfarben trägt dieser Käfer oder ja, ein kleiner Käfer auf seinen Flügelchen eine wunderschöne blaue, ja, fast schon so ein bisschen hier ins Violett gehende, das kommt jetzt in der Kamera ein bisschen heller raus. Glücksmomente, du ziehst ab sofort Glücksmomente in dein Leben und wirst dich an vielen Dingen erfreuen, die Vielfalt. Und wir haben hier auch, schau mal, genau die lemurische Energie. Ja? Kommunikation, Halschakra, höheres Herzchakra. Ja? Und auch natürlich hier Erzengel Michael auch verbunden. Jupiter-Energie ist das auch sehr stark. Also, öffne dich für dein Glück. Und werde auch aktiv. Du hast ja auch hier das Feuerelement Richtung Süden mit dem Tetraeder. Wir schauen mal. Ja, hier kommt der Delphin der zentrierten Selbstbewusstheit. Sein, fühlen, denken und handeln. Verbinde dich mit der Stille, die allzeit in dir ruht. Es gibt kein Problem, das sich nicht schöpferisch lösen lässt. Gehe an den Ort der emotionalen Zentriertheit und richte dich im Inneren aus. Löse das Problem zuerst in dir, dann kann es sich im Außen lösen. Zentriere dich. Wir haben ja auch die Spirale. Das heißt, um dein Glück jetzt ganz anzuziehen, zu aktivieren, ist es auch wichtig, dich zu zentrieren. Ja, es zeigt mir auch ein bisschen, die blaue Energie ist ja auch so ein bisschen Schutz, ja, also auch ganz viel Zielgerichtetheit, Konzentration. Ja, blau, wenn man sich mit blau einhüllt, wird man sehr klar, schwingt ja eben auch im dritten Auge und eben Hals, höheres Herzchakra. Das heißt, alles, was hier vielleicht noch deinem Glück im Wege steht, wo du selber vielleicht dich noch blockierst, ja, darfst du jetzt mit deiner Zentrierung und auch Selbstbewusstheit jetzt auflösen und eben ganz auf dein Gefühl, auf deine Inspiration achten, auch diese Vielfalt hier, diese schönen Dinge, die hier in deinem Leben nämlich schon sind, die du vielleicht manchmal nur gar nicht siehst. Ja, also auch kleine Dinge, die dich erfreuen. Und ich sage immer, die größte, beste Übung ist die Dankbarkeitsübung. Wenn wir einfach mal schauen von Herzen, sagen Danke. Eigentlich habe ich doch schon ganz schön viel. Ich habe viel erreicht in meinem Leben. Ja, ich habe dies und das. Schau mal um. Es gibt immer etwas, worauf ja wir auch für uns ja gut wohlwollend blicken können, zu sagen, das habe ich geschafft, ja, und das habe ich auch schon erschaffen. Oder da habe ich auch anderen schon ganz viel geholfen, ja, in welchen Bereichen auch immer. Und das ist es in dem Moment, wenn wir uns dafür öffnen, dann ziehen wir das Glück noch mehr, diese Glücksmomente ins Leben, ja. Und das ist jetzt wichtig, dass du dir dafür deinen Blick öffnest und dabei aber zentriert bleibst, wirklich deine Schöpferkraft dir bewusst wirst, dass du selbst der diejenige bist, die das Glück anzieht, ja, oder auch nicht, so wie du ausgerichtet bist, ja.
Und schau es erst in dir, geh erst in dich. Ja? Sag immer, wir finden alles in uns. Und dann spür mal wieder das Glück. Lass mal alles andere los. Und dann, wenn wir ganz zurückkehren in uns, ja, der Spirale folgen und mal alles loslassen, atmen, ja, und einfach nur unser Sein spüren, da nur eine Blume anschauen oder den Vögel zuhören, einfach etwas ganz Banales tun. Wir sagen banal, dabei ist das eigentlich der Klang der Schöpfung. Das ist das, was alles mit Liebe und Glück erfüllt. Das sind diese Momente. Und je mehr du dich darauf einschwingen kannst und diese wahrnehmen kannst wieder überhaupt, dann merkst du, wie dein Herz wieder aufgeht und wie das Kribbeln kommt, die Freude, wie ein kleines Kind sich freut, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen und draußen wieder toben und spielen kann und die ersten Blumen blühen. Ja, das ist wichtig. Und dann ziehst du richtig das Glück jetzt wieder an. Ja? Und es ist auch eine bewusste Entscheidung dafür. Und schau mal, auch hier kommt der Engel der Zufriedenheit. Jetzt schau mal die Farben an. Die Farben sind hier ganz stark helles Türkisgrün bis ins Blau hinein. Ja, das sind deine Farben. Und natürlich hier auch das Rot, Orange, Grün für die Energie. Ja, also du lenkst auch jetzt diese Energie, lenk sie in dein Zentrum, verzettel dich nicht. Ja, wenn wir zu viel Feuer haben, verzetteln wir uns auch oft, ja, oder wissen dann gar nicht, was und wie und wo. Deswegen immer wieder Zentrierung, damit du die Energie, auch die Feuerenergie, die Handlungsenergie klar in dir konzentrierst und ausrichtest. Denn es geht ja dann auch ums Handeln, aber erst das Sein, das Fühlen, Denken und dann Handeln. Und der Engel der Zufriedenheit. Ich sage ja, wenn wir wieder in der Balance sind, dankbar sind, zufrieden sind erstmal und dann sagen aber auch, ich öffne mich aber auch für alles Gute. Ja? Ich bin dankbar für das, was ich habe, ja, aber ich bin auch offen, wenn ich mir jetzt mehr manifestieren möchte. Ja? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Die Botschaft deines Engels, auch hier, blicke in dein Inneres und gelange zu Frieden und Ausgeglichenheit. Akzeptiere die Dinge, die du nicht ändern kannst und habe Vertrauen in deinen Engel, dass alles so geschehen wird, wie es geschehen soll. Denn ein zufriedenes Herz ist ein reines Herz, das durch nichts erschüttert werden kann. Und es passt perfekt in die Energie. Ja, wenn du dich vielleicht jetzt so ein bisschen unruhig fühlst, denkst du, ich müsste aber dies und das tun, ja, und weißt irgendwie gar nicht wohin und bist irgendwie gar nicht, fühlst dich gar nicht so zufrieden oder innerlich klar, dann ist es wichtig, dass du diese Energie hier bündelst, ja, und dich zentrierst, mit diesen Farben dich umgibst und dich ausrichtest und ja, erstmal in deine innere Dankbarkeit kommst. Und das schwingen wir jetzt für dich ein. Atme bitte Füße nebeneinander auf dem Boden. Ich bin vollkommenes Selbstbewusstsein. Ich bin in meiner vollkommenen Mitte. Ich bin vollkommen zentriert und klar. Ich bin vollkommen zentriert und in meiner Selbstbewusstheit. Jetzt. Ich bin dankbar. Ich bin ausgeglichen und zufrieden für das, was ich habe und was ich schon erreicht habe. Ich öffne mich jetzt für mein Glück, für das Glück in allen Dingen. Ich ziehe das Glück mit sofortiger Wirkung in mein Leben. Alle Glücksmomente, um die Vielfalt der Freude, Leichtigkeit und Fülle zu leben und zu genießen auf allen Ebenen. Wow, ich bin glücklich, ich bin dankbar, ich bin ausgeglichen, ich bin zentriert.
Ich bin zufrieden. Und ich öffne mich jetzt für alles Gute, das Beste für mich und mein Leben. Ich bin göttliches Bewusstsein. Ich bin vollkommene Zentriertheit. Ich bin vollkommenes göttliches Licht. Ich ziehe das Glück in allen Facetten jetzt in mein Leben. Ich öffne mich für die Glücksmomente und die Glücksschwingung. Ich öffne mein Herz. Ich bin klar und zentriert. Ich bündele alle meine Kräfte. Hui! Ich aktiviere alle Schwingungsebenen für Klarheit, Reinheit, Zentrierung und Öffnung, Anziehen, göttlicher Fülle, Freude, Leichtigkeit und alle Glücksmomente, die jetzt für dich aufgehen und du anziehst, jetzt. Wow, auch hier schwingt er wieder ganz verrückt. Also wir haben hier hohe, hohe Energie. Verankern wir. Wow, wunderbar. Genieß diese Energie. Und ja, ich wünsche euch allen eine wunderbare, beschwingte Woche. Bereitet euch gut vor auf die kommende Neumondphase und ja, Energie, was dann kommt. Und freue mich natürlich, wenn der ein oder andere noch dabei ist bei dem einen oder anderen Angebot, was es bei mir gibt. Und auch so freue ich mich natürlich, wenn du wieder dabei bist und einschaltest. Alles Liebe, tschüss, bis bald.